Willkommen bei RC Team Burbach. Heute will ich euch mal unsere neuen Reifen vorstellen. Also vom Prinzip her kann man ja nie genug Reifen haben, weil auch die unterliegen einem gewissen Verschleiß. Und manchmal reißen die auch oder die haben Loch oder sonst irgendwas. Und dann kann man ja ruhig mal neue Reifen ausprobieren. Wir sind mit ProLine bis jetzt sehr gut gefahren und deswegen wollen wir da auch mal weitermachen und mal gucken, wie die sich so verhalten. Und wir sind auch Freunde von großen, schweren Reifen. Ich weiß, viele von euch werden jetzt wieder sagen, ja, das geht aber auf Material und so weiter und so fort. Ja, das stimmt auch. Aber trotzdem finden wir die gut. Also wer unsere Videos öfters guckt, der kennt zum Beispiel die Uphill-Reifen von Lewis, die wir auf dem MT4 fahren, also ihr Leon auf dem MT4 fährt. Und die sind sowas von geil. Die geben auch so viel, ja, Federung beispielsweise weiter an das Auto, ja, weil die schön weich sind. Der hat allein ein geiles Geräusch, wenn er damit abrast. Also wir finden die super gut und wir konnten auch ehrlich gesagt noch keinen höheren Verschleiß feststellen. Und deswegen haben wir mal in die Vollen gegriffen und haben uns die ProLine Big Joe bestellt, ja. Und die will ich mit euch zusammen jetzt mal begutachten. Natürlich 4 Stück, ist klar. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie die so aussehen, wie groß die sind, wie die sich anfühlen und so weiter und so fort. Wird jetzt ein bisschen laut. Entschuldigt bitte. Aber gut. So, Verpackung tun wir mal weg. Dann legen wir mal 2 Stück dahin und schauen uns die Biester mal an. Also die sind wirklich groß. Ich zeige euch gleich noch einen Vergleich mit anderen Rädern, die ihr vielleicht kennt oder die ihr selber habt. Die Felge ist jetzt ehrlich gesagt nichts Spektakuläres, aber darum geht es mir eigentlich auch nicht. Es geht mir erstens um die wahnsinnige Breite, um das extrem geile Profil und die sind relativ fest für die Größe. Also wenn wir die mit den Lewis vergleichen, sind die extrem fest. Ja. Und also wir haben hier die Maße 4,25 x 6,39, also extrem große Teile. Eine Laufrichtung, wenn ich hier sehe, haben die keine. Oder wir gucken nochmal. Haben die scheinbar keine. Und so auf den ersten Blick machen die echt ihrem Namen alle Ehre. Big Joe, die sind griffig. Ja, wie immer haben die sehr wahrscheinlich Löcher. Zumindest hört es sich so an. Ich sehe aber gerade gar kein Loch. Aber irgendwo müsste der Druck heraus. Mal gucken. Ne, die haben. Ja, das ist natürlich auch sehr geil. Also die haben hier auf der Außenfläche schon Löcher. Um genau zu sein, eins hier. Ein Loch haben die auf der Lauffläche, genau, wenn ich jetzt zuhalte, dann hört man auch genau, da geht es raus. Und die haben innen in den Felgen keins. Das finde ich sehr gut, weil dann können wir das verschließen und schon mal sparen und die Luft geht außen raus. Perfekt, wusste ich erst gar nicht. Ja, aber bevor wir die mal montieren und gucken, wie die aussehen, wollen wir die mal ein bisschen vergleichen mit Rädern, die wir haben, beziehungsweise die ihr kennt. Also ein Rad, was die wahrscheinlich alle kennt, das ist das Rad vom Outcast, ja. Das ist ein ordentliches 1 zu 8er. Monster Truck Rad ist auch schon relativ tief groß eigentlich. Den stellen wir mal hier hin. So, dann haben wir die Team Magic vom E6. Die sind schon breiter und auch höher. Und so das, ja, ich sag mal, von der Breite her, das heftigste ist der Lewis Uphill, den wir, wie gesagt, auf dem MT4 fahren. Ich stelle die mal so, dann kann man besser sehen. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sich die Big Joe daneben tun. So. Und zwar müsste ich jetzt auf den ersten Blick sehen, sind die gar nicht so groß, wie ich eigentlich dachte. Also wir gucken mal mit der Breite. Also die Uphill sind ungefähr 10 cm, die Big Joe sind auch 10 cm. Zum Vergleich, die vom Outcast sind 8 und die vom Die Magic sind 9. Von der Höhe her sind die alle gleich, bis auf den die Magic, der ist ein bisschen höher. Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass die sogar größer sind, aber die sind, wenn man hier so guckt, ja, die sind nicht ein Ticken schmal, die sind im
Prinzip genauso groß wie die Luis, aber die sind viel fester. Also der Luis ist ziemlich weich und der ist ziemlich fest und hat auch so ein groberes Profil. Ja, mehr kann man im Prinzip da nicht zu sagen. Wenn die Saison 2019 anfängt, dann werden wir natürlich wieder schauen, wie die sich so fahren. Und ich werde die jetzt spaßeshalber mal gucken, ob ich auf den Outcast drauf kriege. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt haben wir die Big Show mal auf dem Outcast montiert. Glücklicherweise passen hier meine geschlossenen Radmuttern perfekt da rein. Das ist aber mehr Zufall. Also hat natürlich schon ein extrem anderes Bild, aber ich finde, er sieht schon echt gewaltig aus mit diesen breiten Walzen. Und auch mal von vorne gucken, gerade mal ein bisschen korrigieren. Also da kommt der Outcast schon mehr rüber wie so ein Truckie, würde ich sagen. Ich halte euch die Reifen noch mal kurz daneben. Moment. Also von der Höhe her sind die ja gleich, von daher passt das ganz gut von der Geometrie, aber die sind ja sowas von breiter. Das ist schon extrem Porno. Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das Modell überhaupt noch fahren können. Sprich, wenn wir einlenken. So, da sehen wir es nämlich schon. Da kommen die Reifen an die Karo. Das ist nicht so schön. Da wird komischerweise passen. Hier nicht. Also, von daher können wir sofort schon sagen, an den Outcast könnt ihr die nicht montieren. Sieht zwar geil aus, aber ihr kommt an die Karo mit den Reifen. Das ist not good, wie man sagen könnte. Also werden wir mal schauen, ob wir ein anderes Modell finden, womit wir fahren können. Also am MT4 müssen sie ja funktionieren, da funktionieren die anderen ja auch, die haben ja dieselbe Größe. Oder wir müssen halt noch die Spur etwas verbreitern beim Outcast. So, jetzt habe ich mir meine Spurverbreiterung besorgt. Hab die schon montiert. Mal gucken, gerade mal noch messen. Die ist 40 mm lang, also komplett. Ich denke, das sollte ausreichen. Ich habe da den Reifen schon gewechselt. Hier wollte ich euch nur noch mal zeigen. Ihr müsst ja hier drin quasi bei den ursprünglichen Aufnahmen so eine Imbusschraube wechseln. Ich hatte auch mal in die Gruppe geschrieben. Ich kriegte das Ding nämlich nicht los. Mit WD-40 hat das alles nichts gebracht. Und dann habe ich einfach nur heiß gemacht. Ich habe hier so, den habe ich mir irgendwann mal im Prinzip auch für die Fälle besorgt. So ein kleiner Brenner, der jetzt natürlich nicht angeht. Ja, ich musste mal die Klappe aufmachen. So, hier ist ein kleiner Gasbrenner. Wirklich praktisch. Der macht das auch schnell heiß. Irgendwo in China bestellt für 1 € oder so. Kann man auch wieder auffüllen. Also echt praktisch, besser wie ein Feuerzeug oder ein Lötkolben und so was, finde ich. Damit hat es wunderbar funktioniert. Schraube raus. So, die Spurverbreiterung drauf. Die ist allerdings nicht optimal, aber das ist mir jetzt alles mal völlig egal. Weil ich will ja mal einfach ausprobieren, wie das jetzt hier mit den Big Joe überhaupt funktioniert. Deswegen machen wir die jetzt mal drauf und gucken uns das Auto mal an. Irgendwo haben wir hier auch noch die Mutter. Radschraube. Oder wie immer das Ding sich nennt. Was jetzt einfach nicht drauf will. Doch, so. Und dann gucken wir uns das mal an, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Ob die Spurverbreiterung überhaupt genug gebracht hat. So. Ich nehme euch mal ein Stück zurück. So, tap to rap. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ob die Reifen immer noch anschlagen. Nein. Tun sie nicht. Also, hier sehen wir ja auch, hier war sowieso ein bisschen mehr Platz. Da ist überhaupt kein Problem. Und hier ist auch kein Problem. Selbst wenn ich es noch ein bisschen drücke. Ja, die Frage ist natürlich generell, macht das Sinn, so breite Schlappen auf den Outcast zu packen, weil der doch extrem auf die Diffs geht. Ich werde mir mal überlegen, ob ich das so lasse. Aber ich finde so ein Outcast als Druggy im Prinzip ist schon witzig. Ich nehme euch mal fliegend mit hoch, weil von oben sieht es echt noch interessanter aus. So, also er ist in der Tat fast so breit wie lang. Ich will gerade mal spaßeshalber messen. Ich hatte, glaube ich, den Vorschlag irgendwie in der Gruppe schon mal geschrieben und die waren auch, fanden das extrem bescheuert.
So, ich messe jetzt mal einfach Outcast ohne Flügel hinten. Dann ist der ungefähr, naja, mit Flügel und Bomber, was weiß ich, ungefähr 50 cm lang. Und er ist 50 cm breit. Also in der Tat ist er jetzt genauso breit wie lang. Also es sieht zumindest cool aus. Wie gesagt, ob ich ihn fahren werde, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich sage einfach mal, wenn jemand von euch das Setup so haben will, dann schreibt mich einfach an unter rc-team-burbach@gmx.de. Dann könnt ihr da von mir es kaufen zu meinem EK-Preis, die Spurverbreiterung und auch die Reifen. Und dann ist gut, dann lasse ich es, glaube ich, sogar, weil irgendwie ist es schon heftig. Also wenn er eindreht, sieht man auch, der Reifen ist natürlich, der hat ja fast überhaupt keinen, da sieht man, ja, der hat fast überhaupt keinen Kontakt mehr, weil er so schräg dadurch hängt, ja, der hier, obwohl es wäre vielleicht cool, ich weiß es nicht, egal. Schreibt es mir mal einfach in die Kommentare rein, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Und wie gesagt, wenn einer von euch das Ding haben will, da wären wir uns bestimmt auch einig. Okay, das war's von mir. Bis dahin, ciao, tschüss, euer C. Tim Burbach.